Fünf Jahre nachdem das erste galaktische Imperium die Macht übernommen hatte, gab es einen Planeten im Outer Rim namens Eriadu. Auf diesem Planeten lebt eine arme Farmerfamilie, bestehend aus drei Personen, aus dem Vater sowie seinem Sohn und der Tochter, die Xia hieß. Die Mutter der Kinder starb bei der Geburt ihrer Tochter. Während einer langen Nacht gab es einen Angriff von einer Gruppe von Rebellen auf Eriadu. Das Ziel der Rebellen war es, eine Maschine der Farmerfamilie zu stehlen. Bei diesem Angriff wurde die Schwester des 12 Jahre alten Jungen vor seinen Augen getötet und sein Vater wurde verletzt. Der Junge hatte daraufhin nur noch einen Wunsch, und zwar Rebellen zu töten. Nachdem das Imperium von dem Angriff erfuhr, erstattete Moff Tarkin persönlich der Familie einen Besuch ab, um die Lage zu sichern. Der Junge war von den Sturmtruppen so fasziniert, dass er kurzerhand beschloss, selber ein Sturmtruppler zu werden, wenn er älter ist. Einige Jahre später wurde in der Nähe von dem Zuhause des Jungen eine Akademie erbaut. In einer Nacht beschloss der Junge, von zu Hause abzuhauen und der Akademie beizutreten, was er schlussendlich auch machte. Als der Junge, der übrigens die Nummer TK462 erhielt, auf die zweite Akademie geschickt wurde, musste er wirklich alles zurücklassen. Er wusste, dass er seinen Vater nie wieder sehen konnte und die Tatsache, dass er ihm nicht einmal Lebewohl sagen konnte, machte ihn unglaublich traurig. Auf der neuen Akademie wurde TK462 von einem alten Klonkrieger namens Slusser und seinem Trupp trainiert. Viele Jahre später war TK462 auf seiner ersten Mission als Sturmtruppler, in welcher er seine Schwester rächen wollte. Dabei wurde er jedoch enttäuscht, da er erstmals nur auf seinem Heimatplaneten Eriadu stationiert war. Er wollte viel lieber an die vorderste Front, als auf Eriadu als Wartungskraft zu dienen. Als ihn jedoch die Nachricht erhielt, dass das Imperium mehr Sturmtruppen auf Lothal benötigte, machte sich TK462 sofort auf den Weg dorthin. Als er auf Lothal ankam, wurde er mit seinem neuen Squad auf seine erste Mission geschickt. Wie es nicht anders kommen sollte, sollte er in dieser Mission ein komplettes Dorf zerstören und niederbrennen. Er rettete sich dabei ein, dass alles für den Frieden sei. Nach dieser Mission gingen TK462 die Schreie der Kinder, die er töten musste, nicht mehr aus dem Kopf. Am meisten beschäftigte ihn allerdings, dass er diese Kinder umgebracht hat und nicht der Commander, der diesen Plan entworfen hatte. Auf seiner nächsten Mission sollte er mit seinem Squad einen gestohlenen Kyberkristall zurückholen. In dieser Mission wollte ein Scharfschütze der Rebellion den Captain von TK462 Squad erschießen. Ihm gelang es jedoch, den Scharfschützen vorher zu erschießen. Nachdem der tote Rebell die Klippe herunterfiel, hörte er die Schreie von einem Mädchen und realisierte dabei, dass es sich um die Tochter des Rebellen handelte. Aus einem Reflex heraus schoss die Tochter des Rebellen auf TK462 und er fiel um. Bevor er dies jedoch tat, nahm er seinen Helm ab und lächelte sie an. Und daraufhin verstarb TK462. Seine letzten Gedanken waren allerdings nicht negativ, sondern positiv. Denn TK erkannte, dass er ihr einen Grund gegeben hat, das Imperium zu hassen und für die Freiheit zu kämpfen. Sie erinnerte ihn an sich selbst als kleines Kind, als er durch eine Gruppe Rebellen das gleiche Schicksal erlitt und auf die falsche Seite geführt wurde.